Kommt herbei, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit. Kommt herbei, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit. Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied. Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied. Er ist Gott, Gott für uns, er allein ist letzter Halt. Er ist Gott, Gott für uns, er allein ist letzter Halt. Überall ist er und nirgends, Höhen, Tiefen, sie sind sein. Überall ist er und nirgends, Höhen, Tiefen, sie sind sein. Ja, er heißt Gott für uns, wir die Menschen, die er liebt. Ja, er heißt Gott für uns, wir die Menschen, die er liebt. Darum können wir ihm folgen, können wir sein Wort verstehen. Darum können wir ihm folgen, können wir sein Wort verstehen. Menschen, kommt, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit. Menschen, kommt, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit. Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied. Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied. Am dritten Tag nach Karfreitag treten wir wieder singend vor Gott. Überall ist er, durch Tiefen hindurchgegangen. Jesus ist am Kreuz gestorben und wurde begraben, aber er ist nicht im Grab, nicht einmal im Tod geblieben. Es bleibt also auch nicht finster in dieser Welt, dessen sind wir gewiss. Gehen wir jetzt ein Stück dieses Weges gemeinsam, ein Stück auf dem Weg vom Chaos zur Vollendung. Wir singen, beten, feiern, hören auf Gottes Wort. Wer hier unter dem Bild auf Mehr Ansehen klickt, findet Informationen über die Lieder, die wir singen und findet auch noch einiges mehr. Feiern wir das Osterfest. Wir sind da, ihr seid da und Gott ist da. Wie Gott die Welt schuf. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Alles war dunkel und ohne Ordnung. Und Wasser bedeckte alles. Noch lebte kein Mensch. Und es gab weder Tier noch Pflanzen. Aber Gott war da. Und Gott sprach: Es soll hell werden, es werde Licht. Da wurde es hell. Gott freute sich über das Licht. Er nannte es Tag. Die Dunkelheit nannte er Nacht. Dann sprach Gott: Am Himmel sollen Lichter leuchten. Sie sollen nicht nur den Tag, sondern sollen auch die Nacht hell machen. Nach diesen Lichtern soll man auch die Zeit einteilen können. Die Tage, die Wochen, die Monate, die Jahre und die Feste. Gott schuf zwei große Lichter, die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht. Dazu auch viele kleine Lichter, die Sterne. Alles war gut und Gott hatte seine Freude daran. So rief Gott alles, was ist, durch sein Wort ins Leben.
Marie-Louise Kaschnitz, Auferstehung. Manchmal stehen wir auf. Stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage, mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut. Nur das Gewohnte ist um uns. Keine Fata Morgana von Palmen, mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken. Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. Und dennoch, leicht, und dennoch, unverwundbar, geordnet, in geheimnisvolle Ordnung, vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Jesus spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Der das Licht ist, der sagt auch, ihr seid das Licht der Welt. Ihr. Er traut es uns zu, dass auch wir Licht sind für diese Welt, Licht in dieser Welt. Und sagt uns und sendet uns und traut uns zu, selbst Licht für diese Welt und in dieser Welt zu sein. In dieser Nacht vertreibt das Licht die Finsternis. So tragen wir Licht hinaus in die Welt. Das Licht vertreibt die Dunkelheit. Die Botschaft von der Auferstehung vertreibt die Angst. Denn weil Jesus lebt, werden auch wir leben. Der Sabbat war vorüber. Da kamen ganz früh am ersten Wochentag Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und sieh doch,
Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und seine Kleider waren weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen: Habt keine Angst. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn auferweckt vom Tod, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht, hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht schnell zu den Jüngern. Sagt ihnen, Jesus wurde vom Tod auferweckt. Seht doch, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Seht doch, ich habe es euch gesagt. Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Schnell liefen sie vom Grab weg, um den Jüngern alles zu berichten. Und sieh doch, da stand Jesus vor ihnen und sagte: Seid gegrüßt. Sie gingen zu ihm, berührten seine Füße und warfen sich vor ihm zu Boden. Da sagte Jesus zu ihnen: Habt keine Angst, geht und sagt meinen Brüdern, macht euch auf nach Galiläa, dort werdet ihr mich sehen. Der Herr ist auferstanden, Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Der Herr ist auferstanden, Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Der Herr ist auferstanden, Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Von der Warte alle, es sollen wir alle froh sein, es will unser Trost sein, Kyrie eis. Wer ist erstanden, so wer liebet vergangen, sagt, dass er erstanden ist, so lohnet mir Vater Jesu Christ, Kyrie eis. Halleluja, 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 es sollen wir alle froh sein, es will unser Trost sein, Kyrie. Wie wird es denn sein, das Reich Gottes? Fragten die Jünger ihren Lehrer auf dem Weg nach Jerusalem. Sie fragten und sie warteten auf die großen Geschichten, darauf, dass Jesus erzählen würde von der neuen Erde, auf die sie alle hofften, auf die Geschichten vom Himmel auf Erden, von dem neuen Land, in dem sie endlich alle satt werden würden. Gerechtigkeit würde da sein und Friede. Kein Krieg und keine Besatzungsmacht. Jeder und jede würde ein hohes Alter erreichen und die ansteckenden Krankheiten wären natürlich auch ausgestorben. Wie wird es sein, dieses Land, Jesus, fragten sie. Und Jesus sprach: Wem gleicht das Reich Gottes und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und warf es in seinen Garten. Und es wuchs und wurde ein Baum, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Wie bitte, fragten die Jünger, ein Senfkorn,
ein Baum und wie so Vögel. Sie haben noch eine ganze Weile nicht begriffen, was Jesus gemeint hatte mit dem Senfkorn und dem Baum und den Vögeln. Es ist ja so vieles geschehen an den Tagen danach. Erst kam da das Großartige, der Einzug in die Stadt, die Reinigung des Tempels von den Geschäftemachern und die vielen Leute, die kamen, um Jesus zu hören. Und dann kam das Schreckliche. Gefangennahme, Leiden und Tod. Und dann geschah das Unglaubliche. Die Auferstehung, das Leben, das dem Tod ein Ende macht. Eine Hoffnung so stark, dass wir sie bis heute wachhalten. Dass wir sie bei jedem Osterfest feiern. Und an jedem Grab nur mit ihr standhalten können. Und erst später, nach dem Schrecken und der Angst und der Trauer und der Freude, erst später konnten sie wieder beginnen nachzudenken. Erst dann ist ihnen die Geschichte wieder eingefallen vom Senfkorn und dem Baum und den Vögeln. Und sie begannen sich zu fragen, was Jesus damals gemeint hatte damit. Erst dann begannen sie zu verstehen, dass die Auferstehung Jesu so etwas gewesen war wie dieses Samenkorn. Winzig klein und bedeutungslos für den Garten, für die Welt, aber bestimmt dazu zu wachsen, ein Baum zu werden, die Wurzeln in der Erde und die Zweige weit hinauf in den Himmel. Aus der Auferstehung des einen konnte ein neuer Lebensraum, konnte neues Leben für alle erwachsen. Die Vögel des Himmels sehen weiter, als wir den Berge und Grenzen den Blick versperren. Und mit ihnen können wir eine ganz neue Sicht gewinnen auf unser Leben, auf die Erde. Und wir können erkennen, dass unser Leben weiter reicht als unser Horizont. Aus der Freude über die Auferstehung Jesu wuchs die Hoffnung auf ewiges Leben für alle. Wer Wohnung findet in diesem Lebensbaum, der kann frei werden von der Angst vor dem Tod, kann offen leben für die Zukunft und für alle, die ihm begegnen und die ihn brauchen. Es hat eine Zeit gebraucht, bis die Jüngerinnen und Jünger Jesu die Geschichte vom Samenkorn und vom Baum so sehen, so verstehen, so glauben konnten. Und immer wieder gelang es ihnen, gelingt es auch mir heute nicht, so zu glauben. Immer wieder verschwimmt mir das Bild des Lebensbaums vor Augen und ich finde mich wieder mit nichts als dem winzigen Samenkorn in meiner Hand. Ich habe mich bislang damit beruhigen können, dass so vieles von dem, was sich die Jünger damals erträumt haben, von dem Himmel auf Erden, inzwischen ganz real und selbstverständlich geworden ist, hier bei uns genug zu essen, Frieden, Rechtssicherheit und eine Bewegungsfreiheit, wie sie sich Menschen zur Zeit Jesu überhaupt nicht vorstellen konnten. Aber seit ein paar Wochen funktioniert diese Beruhigung nun auch nicht mehr ganz. Die alten Ängste um das Lebensnotwendige für morgen, die kommen hervorgekrochen und lassen nur langsam nach. Man sucht Sicherheit in der Einschränkung der Rechte, was dazu führt, dass sogar Dinge, die für die Jünger Jesu in all ihrer Armut selbstverständlich waren, nämlich Gespräche von Angesicht zu Angesicht, Diskussion und Umarmung, das auf einmal gar nicht mehr sind. Auch wenn die Nachrichtenkanäle voll sind, wenn ich auf einmal Politiker Predigten halten höre, in denen fast vergessene Worte wie Solidarität und so etwas wie Nächstenliebe vorkommen. Auch wenn ich meine Sozialkontakte elektronisch pflegen kann, habe ich doch oft das Gefühl, dass es mir geht wie dem Menschen, der allein in seinem Garten steht mit nichts als dem winzigen Senfkorn in der Hand. Und dann überlege ich mir, ob ich dieses Samenkorn jetzt auch noch loslassen soll. Ob ich es in den Garten werfen soll, ob ich daran glauben soll, darauf hoffen soll, dass es wächst. Ja,
Ich werde das tun. Erstens, weil ein Samenkorn in der Hand ja überhaupt keinen Sinn macht, weil es da nicht wachsen kann. Genauso wenig wie es Sinn hat, die Freude und die Hoffnung der Auferstehung nur für mich zu behalten oder von Ermutigung zu reden, wenn ich selbst mutlos bin. Zweitens, weil ich ja niemals mehr in der Hand hatte als ein Samenkorn. All die Pläne, die ich gemacht habe, die waren ja immer auf Hoffnung angelegt. Zukunft war nie verfügbar, auch wenn ich selten darüber nachgedacht habe. Und drittens, weil ich jetzt den Baum schon vor mir stehen sehe, trotz allem, mit den verschiedensten Vögeln in seinem Geäst. Manche sehe ich da als Symbole für ganz alte Vorstellungen. Der Pfau zum Beispiel, dessen Fleisch man früher für unverweslich gehalten hat, der steht für das ewige Leben. Der Pelikan, von dem man meinte, dass er selbst sein Blut für seine Kinder gibt, der steht für Jesus selbst. Der Wiedehopf, der seine Alten versorgt, der steht für die Solidarität. Der Adler für Mut und Kraft, die uns von Gott geschenkt ist. Und die Taube seit der Sintflut für das Ende der Katastrophe. Und für viele Menschen bis heute dafür, dass Friede möglich ist. Auch der freche Spatz und der plappernde Papagei hat seinen Platz in dem Baum, genau wie alle anderen, bunt schillernd oder unauffällig auf den ersten Blick. Besonders wichtig wird wohl die Eule sein mit Weißblick, Weitblick und Weisheit und Wachsamkeit. Sie könnte gerade jetzt erkennen und darauf hinweisen, was auch ohne Krise bei uns schief und falsch gelaufen ist und was in der Zukunft zu korrigieren ist oder überhaupt ganz und gar anders gedacht und gemacht werden muss. Und nicht zu vergessen, der Hahn, der laut und deutlich und mutig vom Ende der Nacht kräht und vom kommenden neuen Tag. Darum, ja, ich will meinen Samenkorn in den Garten werfen mit der Gewissheit, dass der Tod dem Leben nicht standhalten kann, die Verzagtheit nicht der Hoffnung und die Mutlosigkeit nicht dem Glauben an die Liebe Gottes. Amen. Aus dem Samenkorn kann Großes werden. Ein Baum oder ein Raum, der allen Platz bietet. Paulus schreibt an die Menschen in Rom, wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht worden. Alles, was wir vorher waren, das ist nun tot und begraben, so wie Christus begraben war. Wir sollen aber ein neues Leben führen, denn der Tod hat keine Macht mehr über uns. Ja, wir sind Gottes Kinder, Kinder Gottes, an denen er Freude hat. Und wir laden andere ein. Wir laden Menschen ein in diesen Raum, in seine Gemeinde, zur Taufe. Drei Dinge braucht es dazu. Wasser, Gottes Wort und unsere eigene Antwort mit unserem Leben und mit unserem Glauben. Dietrich Bonhoeffer, der mit seinem Leben für seine Überzeugungen und seinen Glauben eingestanden ist,
ist und gestern vor 75 Jahren von den Nazis hingerichtet wurde, hat Worte des Bekenntnisses formuliert, die klar und deutlich für das Leben sprechen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchen Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Irrtümer und Fehler nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen. Schweren Herzens sind. Für die Trauernden bitten wir dich, dass du sie tröstest. Für die Kranken bitten wir dich um Genesung. Für die Angsterfüllten bitten wir dich um deine Begleitung. Hilf uns, die richtigen Worte zu finden, ihnen deine Liebe weiterzugeben. Es ist erstanden, Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist. Ich sei du, der zu aller Frist. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Mariens Sohn. Wir jubeln dir zu, Gott, und bitten dich um Energie und Ausdauer für die Menschen, die gerade besonders belastet sind. Krankenhäusern, in der Pflege, in Geschäften, am Müllwagen und wo immer sie dafür sorgen, dass unsere Versorgung trotz allem weitergeht. Hilf uns, sie zu unterstützen, wo wir können und ihnen unsere Wertschätzung zu zeigen, jetzt und auch später. Der Tag zerstört der Höllenfahrt, die seine Null herausgeführt und uns erlöst vom ewigen Tod. Halleluja, 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 gelobt sei Christus, Mariensohn. Wir jubeln dir zu, Gott, und bitten dich um Begleitung und Hilfe für die Menschen ohne Arbeit, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Für die Familien, die leiden unter Armut, Angst und Gewalt. Für die ohne Dach über dem Kopf, die nicht wissen, wohin. Hilf uns, sie nicht zu vergessen in unseren eigenen Sorgen und für ihre Unterstützung einzutreten.
Es singt der ganze Erdenkreis, dem Gottes alle Lob und Preis, der uns erkauft das Paradies. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Familiensohn. Wir jubeln dir zu, Gott, und wir bitten dich, bewege die Herzen der Mächtigen dieser Welt, dass sie ablassen von Krieg und Unterdrückung und Erniedrigung derer, die ihnen ausgeliefert sind, und ihre Macht dem Dienst am Leben widmen. Ermutige uns, die Stimme zu erheben, so schwach sie auch scheint, für Gerechtigkeit und Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Es freut sich deiner höchsten Halt, und ohne mich erfalt ich kein, von nun an gewisset Ewigkeit. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Familiensohn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bin gesegnet, denn das Licht des Ostermorgens geht mit mir. Es leuchtet auf mein Gesicht, es dringt in mein Herz, es wärmt mich und macht mich trotz allem fröhlich und führt mich vom Tod zum Leben. So gehe ich gesegnet in dieses Osterfest. Amen.